Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir mal ein ganz verrücktes Teil an von PMP Knives aus der Schweiz, nämlich das Beast. Ja, das ist wirklich etwas Hardcore. Kommt auf jeden Fall schon mal in einer coolen Verpackung. Mit einem riesigen, mit dem größten Mikrofaser, das ist kein Tuch mehr, das ist ein Badetuch. Mikrofaser-Badetuch hier hinten drin. Und was schön ist, alle technischen Daten sind hier auf dieser kleinen Platte reingelasert. Ich versuche mal die Spielung rauszubringen und dann könnt ihr mal auf Stopp drücken. Und dann könnt ihr vielleicht mal lesen, was hier alles draufsteht. Aber das brauchen wir nicht, denn wir werden selber alles vermessen und wiegen. Denn ich habe schon so oft erlebt, dass auf irgendwelchen Beipackzettel nicht immer alles stimmt. So. Also dieses Messer trägt den Namen Beast zurecht. Okay, vielleicht vorneweg über den Sinn oder Unsinn solcher Panzerfolder. Ne? Ich hatte ja schon ein paar Panzerfolder hier auf dem Tisch, aber es wird doch immer wieder mal eins aufgesetzt. Also das letzte, von was Größe angeht, war ja das Pullforce, was ich hier hatte, das Pullforce One. Ne? Kommt gleich noch der Air Force One, kommt das Pullforce One. Das war in Länge wirklich und Größe und Ausführung. Das war wirklich mein erster Folder, das für mich wirklich ein Zweihänder war. Aber in Sachen Materialstärke setzt hier dieses PMP Knives Beast neue Maßstäbe. Denn hier mit dieser Klingenstärke und dem Gewicht trotz Titan und ausgefressten Griffschalen ist das, das ist so die Panzer, wie hießen die? Panzerkreuzer, ne? Das ist hier so Panzerkreuzer Graf Spee, ne? Also in Sachen Materialstärke. Das ist ein Wahnsinns-Schlachtschiff. Also über den Sinn und Unsinn dieser Messer brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Das ist einfach was für die Sammler, für die Freaks. Aber wir werden noch in einem weiteren Video testen, ob man das Ding auch wirklich für was verwenden kann. Oder ob das nur eine schöne Deko in der Vitrine ist. Das wird sich noch herausstellen müssen. Aber jetzt schauen wir uns das Ding einfach nur mal technisch an und genießen dieses Beast, dieses Monster. Die Materialstärke, das ist einfach nur der Brecher. Zwei Titangriffschalen und hier vorne so ein halbes Kilo D2 Stahl dazwischen. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Materialwahl. Und beschriftet ist es hier auch nur schön dezent mit D2 und Beast. Auf dem Clip haben wir dann nochmal die Firma PMP Knives aus der Schweiz, die Designmesser. Und lassen sie dann in China bauen. Die werden von MaxAce gebaut. Die ganze PMP Knives Produktion. Eigentlich ganz gute Qualität, was man bisher schon von PMP Knives oder MaxAce in den Händen hielt. Klar, die Chinesen, die beherrschen inzwischen ihre CNC-Maschinen, da gibt es keine Diskussion mehr. Einziges Manko, fangen wir vielleicht mit dem an, ist mir gleich aufgefallen, vor allem weil hier dieser Backspacer hier auch hier in diesem V-Ausschnitt endet, wo die Klinge rein soll. Da ist es natürlich dann extra auffällig, wenn die Klinge nicht hundertprozentig mittig sitzt. Sie sitzt nämlich einen Millimeter nach links versetzt, was eigentlich nicht auffallen wird, weil hier oben sitzt die Klinge eigentlich noch prima. Nur wenn natürlich auch noch so ein V-Backspacer hier zum Tragen kommt, dann ist natürlich so ein Millimeter auffällig. Wäre das hier gerad, dann müsste man es wirklich nachmessen, um es zu sehen. Da ist vielleicht die Konstruktion mit dem V-Ausschnitt sogar ein bisschen kontraproduktiv, weil man hier schon jeden Zehntel Millimeter, wo die Klinge nicht mittig sitzt, sieht. Aber sagen wir so, bei der Materialstärke mal einen Millimeter hin oder her. Mir ist sowas sowieso Schnuppe, Mama, wenn so ein Ding Millimeter links oder rechts ist. Ich meine, hier drückt ein vortraler Frame drauf und das ist alles richtig riesig und massig. Ne? Ob da Millimeter, ja. Wer da natürlich Wert drauf legt, der stört sich dann vielleicht daran, dass die Klinge nicht 100% mittig sitzt. Was ich hier sogar finde, diese riesigen Daumenpins, das sind schon keine Pins mehr, das ist eine Stahlstange dadurch. Die hätte man sich sparen können, denn also man muss, das ist alles so riesig, man muss hier sowieso dermaßen umgreifen. Da wäre es eigentlich cool ohne diese Pins. Und hier mit dieser großen schönen Rille wäre das ein richtig 42A-konformer Panzerschlachtkreuzer. Also es natürlich mit den Pins nicht mehr ist. Ne? Das Ding ist einhändig öffnenbar, wenn man es denn schafft. Das ist echt alles massiv und riesig mit umgreifen. Also
Da hätte man noch eine 42a-konforme Version draus machen können, denn das ist echt ein Brocken. Aber was wirklich der Hammer ist, das erinnert ja auch so ein bisschen an diese großen Monster-Folder, wie man so von Medford her kennt, hier das Praetorian. Dort hatte ich ja schon die Titan-Version ausgeliehen und ich selber hatte die Production-Version aus G10, wobei ich dazu sagen muss, die Heli-Griffe lagen besser in der Hand wie die Titan-Version, weil dort gab es das Problem, dass die Griffe hier in der Mitte auf 1 mm dünn auslaufen. Wenn man da zugreift, hat das extrem gedrückt. Während dass ich hier sagen muss, durch diese brutale Materialstärke auch der Titangriffschalen hat man hier natürlich schön viel Fläche, die hier in der Hand aufliegt und du hast hier eigentlich keine Druckstellen. Selbst wenn du richtig fest zudrückst, spürst du am ehesten noch den Clip hier mit dem Ende in der Hand. Aber sonst ist das eigentlich eine feine Geschichte. Den Clip kannst du, glaube ich, auch abschrauben, weil das Ding schmeißt du am besten in den Rucksack, denn wenn du dir das in die Hose ziehst, ich glaube, da rettet dich nicht mal ein Gürtel und ein Hosenträger. Da gehört eigentlich zum Lieferumfang dieses Messers, sollte eigentlich so eine schöne Latzhose dazugehören. Nur eine Latzhose verhindert, dass dir deine Hose auf Halbmast rutscht, wenn du dir das Ding in die Hosentasche steckst. Das müssen wir jetzt erstmal wiegen. Weil das ist ein richtiger Brocken. 403 Gramm. Irre. In Unzen sind das fast 14,2 Unzen. Holy moly. Nehmt da mal, geht mal in die Küche, holt mal 4 Tafeln Schokolade aus dem Schrank und steckt euch die mal in die Hosentasche. Dann wisst ihr, was ihr hier dabei habt. Also, da können die Zombies kommen. Im Notfall kannst du das Ding werfen. Dann ist das genauso gefährlich. So. Wie stark ist diese Klinge von dem Biest? 8,00 mm. Das hat aber einer genau ausgemessen. 8,00. Also, wenn wir eine 8 mm Klinge, das ist schon. Heftig ist da noch untertrieben. Die Griffschalen haben fast 6 mm. Ja. Und wir haben hier so eine Griffstärke von 20,5 mm. 2,5 cm stark. Das ist schon richtig mächtiger Griff, dass du sonst eigentlich nur so bei feststehenden Messer hast, die hier so ganz ordentlichen Holz- oder Mikata-Griff oder sowas drüber haben. Schauen wir mal weiter. Klingenlänge von der Spitze bis an die kürzeste Stelle haben wir mal so 98 mm. Hier runter 10,5, hier hoch 10. Nehmen wir mal brauchbare Schneide, sind das so 98, 99 mm. Also, wenn wir uns auf einen guten Durchschnitt einigen, können wir ungefähr hier von einer 10 cm Klinge sprechen. Und die Gesamtlänge haben wir hier so von 22,8. Also mal grob aufgerundet eine 10 cm Klinge bei einer 23 cm Gesamtlänge und 400 Gramm Gewicht. Da wisst ihr, was ihr bekommt. Das ist wirklich irre. Wir haben hier vorne, wegen der Stabilität, ist hier vorne die Spitze in einem Flachschliff ausgeführt. Das ist, ja, damit hier nichts abbrechen kann, ne? Ich meine, 8 mm D2 Stahl, wie ich schon in dem kleinen Clip vorab auf dem Instagram-Kanal erwähnt habe, das ist ein Messer für Panzerfahrer, die irgendwie so oftmals mit klemmenden Panzertüren zu tun haben und müssen die dann aufhebeln. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen Hohlschliff, der erst noch fein runtergeht. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie vom Messen bekommen. Also, ich meine, für so einen Brocken haben wir hier. So 0, na Schütz, bin ich abgerutscht. 0,8 mm. 0,8 mm nach der Schneidphase. Das ist schon, wir gehen von 8 mm Klingenrücken auf 0,8 mm nach der Schneidphase runter. Das ist okay. Das Messer ist auch. Kommt scharf, also
Es bleibt schön, ne, wenn man so auf den Daumennagel ansitzt. Es rutscht nicht ab und auch Papiertest. Ich kann gerade noch mal ein Papier holen. Das hat ganz gut funktioniert. Mal schauen, ob das hier gerade ein bisschen mit so einem Block geht. Es ist nicht rasierscharf, aber das muss so ein Brocken auch gar nicht sein. Da denke ich mir eher, damit kannst du wunderbar noch dein Grillholz hacken. Wenn du so ein paar Buchen- oder Eichenstücke übrig hast, kannst du damit, hast du dann einen Folder, womit du betonen kannst. Wir schauen gerade mal. Jo, also das ist scharf. Wenn man den Winkel richtig verwischt, das wird hinterher, hinten dran natürlich gleich immer brutal breit, das Messer. Aber ihr seht, es kommt mit ausreichender Schärfe. Aber es ist natürlich, es hat natürlich hier nur 1-2 cm nach der Schneide geht das natürlich auf eine Breite hoch. Das heißt, du hast ja schon eine extreme Aufbrechwirkung, aber vorne hast du schon zum Schneiden. Ich muss einfach immer nur lachen, wenn ich solche Folder in die Hand nehme. Es ist einfach so, du denkst immer, dass das ist nicht wahr, was du hier gerade in der Hand hast. Das war wie bei dem Pole Force One, ne? Das ist auch ein Ding, das packst du aus, denkst du, da ist nicht wahr. Ne? Ist einfach nicht wahr, was die Jungs hier immer wieder bauen. Ich finde es einfach cool. Es ist, ja, es ist krass, es ist stellenweise unsinnig, aber mein Gott, das ist hier Hobby, das muss ja nicht immer alles todernst deutsche Vereinsmeiereien sein. Ne? Das kann auch mal Liebhaber und ein bisschen verrückt sein. Darum sind wir ja hier. Wir haben hier eine Höhe von fast 42 mm. Ja, muss nicht immer alles einen Sinn haben. Es darf auch einfach nur mal Spaß machen. Also ich muss sagen, mit dem Ding zu spielen, das macht schon Spaß. Ne? Das ist so ein echt so ein scharfer Klappspaten aus Titan und D2. Finde ich zwei gute Kombinationen. Bei mir muss es nicht immer S35 VN sein. D2 gehört echt zu meinen Lieblingsstellen, weil da habe ich schon echt positive Erfahrungen damit gemacht, dass das Zeug echt was ab kann. Und so ein Titan-Framelock hinten dran, okay. Wäre der jetzt aus Edelstahl, hätten wir wahrscheinlich 600 Gramm. Und mal, weiß ich, ob man sieht. Was mal ein Lämpchen, ah, da habe ich ein Lämpchen, wie passend. Das ist auch noch, da hat man extra noch das Titan ausgefräst. Richtig großzügig, dass man hier nochmal ein paar Gramm runter. Aber ich glaube, die Maschinenzeit hätte man sich auch sparen können. Ich sag mal, auf die 25 Gramm mehr Titan oder weniger wäre es wahrscheinlich auch nicht drauf angekommen. Einfach nur irre, das Teil ist aber auch nicht ganz günstig. Also ich habe es jetzt im Shop bei PNP Knives für 349 Schweizer Franken gefunden. Ich habe geguckt bei Lamia, weil da sind ja auch als die PNP Knives im Shop, da gibt es nur noch das andere Modell, nicht mehr das Beast, aber da könnt ihr dann immer schauen, entweder PNP Knives oder Lamia, da sind die im Programm. Ich werde mal verlinken unten dran, wenn ich dran denke, ne? Hardcore, ne? Frame steht gut. Der hat natürlich noch viel Zeit und Weg, den er hier auch mal ein bisschen reinrutschen kann, aber das geht hier ziemlich steil rüber. Der kann sich nicht weiter bewegen. Hat einen Stahleinsatz auf dem D2-Stahl, ne? Da ist fertig. Also das geht hier richtig steil raus. Ich denke, da kann man richtig hart kloppen. Da dürfte nichts passieren mit Nachrutschen. Es kann einfach nicht nachrutschen, weil das hier zu steil wird. Gefahr wäre eher vielleicht beim Spinehawk-Test, dass es vielleicht springen würde. Was schön ist, absolut kein Sticky-Lock. Fällt die Klinge, obwohl ich will das gar nicht probieren. Das Ding hat dann so Gewicht, das haut ihr ja in den Finger. Ja, es fällt. Da müsst ihr echt aufpassen. Wenn das Gewicht hier erstmal Fahrt aufnimmt, dann ist Feierabend. Das läuft aber auch gut, wenn man auf der Homepage das nicht die Explosionszeichnung, sondern ein Foto vom zerlegten Messer anschaut, sieht man, dass da drin noch ein massives Kugellager läuft, ne, mit Stahlkugeln da drin. Ja, da kann auch nichts irgendwo hinwandern. Ja, aber ich würde sagen, Panzerfolder müssen bei mir ja immer alle mit in den Keller, denn die Grillsaison hat angefangen, da brauchen wir immer wieder ein bisschen Kleinholz für den Grill. Und da werden wir auf jeden Fall mit dem Messer mal ein bisschen Kleinholz machen. Okay, Freunde, so viel mal vorab zum Beast. Nicht ganz so lang und groß wie das
Pole Force One, aber dafür in Sachen Stärke bisher hatte ich, glaube ich, noch nichts Heftigeres da als Klappmesser mit 8 mm, 2,5 cm Stärke, das ist schon heftig. Hier war der Vergleich zu meinem Standard-Vergleichsmesser Pioneer. Ja, das ist schon eine Hausnummer für sich. Ich sag mal, wer auf solche Verrücktheiten steht, ne, wer natürlich irgendwie ein praktisches EDC-Knife dabei haben will, da denke ich, ist das Messer vielleicht nicht die geeignete Anschaffung. Vor allem, du brauchst noch eine Latzhose. So wie der gute Mann damals von der, Löwenzahn, ne? Der war cool mit seiner Latzhose. Das hier ist nicht ein optimales EDC-Knife. Das ist, sag ich mal, was für die Fans, für die Freaks, für die Sammler. Aber wir werden mal schauen, was es so kann. Ne? Also ein bisschen Hardcore muss das Ding schon abkönnen. Okay, Freunde. Ich glaube, das reicht immer für einen ersten Eindruck. PMP Knives Beast. Total verrückt. Also die Jungs schaffen es immer wieder zu toppen. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Okay, Freunde, ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Rennen, bewerten, kommentieren. Heute wieder ein Messer für meine Serie Panzerfolder. Ich glaube, die Panzerfolder-Videos muss ich mir mal alle in die eigene Playlist packen, weil... Ja doch, ich glaube, das mache ich. Das sind schon die Hardcore-Messer. Okay, Freunde. Ich sage an der Stelle schon mal danke fürs Rennen, bewerten, kommentieren. Da sehen wir auf jeden Fall uns noch in Teil 2. Und ja, dann verbleibe ich mit den besten Grüßen und wir sehen uns zum nächsten Video hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Also, Freunde, macht's gut. Ciao, ciao, bye, bye.